Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 68 Todesser. Nachdem sich die Tür der Besenkammer geöffnet hatte, hörte Hermine Harrys erleichterte Stimme sagen: Gott sei Dank, Hermine! Wir haben uns solche Sorgen gemacht! Du warst auf einmal nicht mehr im Zimmer! Hermine konnte endlich wieder klar sehen und blickte die besorgten und teilweise blutverschmierten Gesichter ihrer Vertrauten Hagrid, Filius, Olymp und Harry an. Ihr Körper wollte ihr trotz der beiden Stärkungstränke noch immer nicht ganz gehorchen, sodass sie lediglich mit schwacher Stimme Harry zu sich rufen konnte. Sofort kniete er sich neben seine beste Freundin auf den Boden, die gleich darauf bitterlich zu weinen begann. Der Schreck, beinahe in ihrem Zustand von einem Todesser ermordet worden zu sein, saß ihr tief in den Gliedern. Und dann war da noch der peinliche Vorfall mit dem Vampir. Sie hätte ihn als solchen erkennen müssen, wo sie doch wusste, dass auch Vampire heute anwesend sein würden. In der dritten Klasse war sie sogar dahinter gekommen, dass Remus ein Werwolf war, aber heute war sie nicht einmal stutzig geworden, als sie die hypnotischen Kräfte von Mr. Caedes am eigenen Leib gespürt hatte. Denn sie hatte dieses seltsame Gefühl in sich einfach mit Schmetterlingen im Bauch erklärt. Harry tröstete Hermine und sagte: Wir bringen dich und die anderen ins Mungos. Nein, wimmerte Hermine ein wenig lauter, sodass Harry ihr einen fragenden Blick zuwarf, leise und schluchzend, sodass nur er es hören konnte, beichtete sie ihm. Meine ehemaligen Kollegen werden sich über mich totlachen, Harry. Ihr Gesicht verzog sich zu einer kummervollen Miene, sodass ihre Worte nur gequält über ihre Lippen kamen. Ich will das nicht. Ich will nicht in St. Mungos, bitte. Sie schluchzte, bevor sie selbst ironisch schimpfte. Die phänomenale Miss Granger, zu blöd, um sich vor einem Vampir nachzunehmen. Ich werde das Gespött im Krankenhaus sein, Harry. Das würde ich nicht ertragen. In dem Moment kamen zwei gestresste Medi-Magier aufgebracht an die Tür zur Besenkammer und fragten: Ist hier jemand verletzt? Wir transportieren jetzt ab. Nein, hier ist alles im grünen Bereich, log Harry. Filius, Hagrid und Olymp wagten es nicht, Harrys Kommentar zu widersprechen. Die Medi-Magier gingen wieder nach unten und leisteten erste Hilfe bei den Verletzten und organisierten alles für die Überführung ins Hospital. Filius trat einige Schritte in die Besenkammer hinein. Er brauchte sich nicht einmal zu bücken, klein wie er war, und man konnte ihn gut verstehen, als er suggerierte: Wir sollten diesen Ort verlassen. Es wäre vielleicht besser, Miss Granger nach Hogwarts mitzunehmen, Harry? Harry nickte und Hermine ahmte geschwächt seine Kopfbewegung nach. Kannst du aufstehen? Fragte Harry fürsorglich, während er bereits behutsam ihre Hand nahm und ihr den anderen Arm um die Schulter legte. Mit seiner Hilfe richtete sie sich auf, aber sie stand auf sehr wackeligen Beinen, sodass Hagrid sich kurzerhand anbot, sie zu tragen. Auf den Stufen, die nach unten führten, trafen sie auf Remus. Als er seine Freunde erkannte, eilte er auf sie zu und erklärte aufgebracht: Bei Merlin bin ich erleichtert, euch zu sehen. Ich bin nachgekommen, hab die Todesser draußen schon gesehen, kurz bevor sie angegriffen haben. Konnte noch deren erste Bombe abschwächen, aber sie sind dann ins Schloss eingedrungen und haben drin gewütet. Die meisten haben wir geschnappt, insgesamt 8 Todesser. Als sein Blick auf Hermine fiel, die in Hagrids Arm lag, fragte er voller Sorge: Oh Hermine, du bist doch nicht etwas schwer verletzt. Harry schüttelte den Kopf und sagte Remus, dass sie jetzt nach Hogwarts bringen wollten.
Mitten im Getümmel sah Harry etliche Gäste, die verletzt auf dem Boden lagen und von Medi-Magiern versorgt wurden. Die beiden Explosionen, magische Bomben, die von der Verwüstung her genauso schlimm wie Muggelbomben waren, hatten mehr Verletzungen hervorgerufen als die Flüche der Todesser. Harry erkannte Tonks, die gerade dem bewusstlosen Todesser, der unter der Treppe lag, die Maske vom Kopf nahm und damit das Gesicht von McNair freilegte. Aus dem Raum, in welchem das Buffet angerichtet gewesen war, kam Alistair heraus auf den Flur und er hatte seinen Blick starr auf Harry gerichtet. Harry wusste, dass Mad-Eye ihn mit seinem magischen Auge schon durch die Wand hindurch gesehen haben musste. Für einen Moment schien es so, als würde Mad-Eye es verdächtig finden, Harry hier anzutreffen. Sein skeptischer Gesichtsausdruck verschwand jedoch schnell, als Harry Hermines Zauberstab vom Boden aufhob. Da nickte Alistair ihm grüßend zu, bevor er sich neben Tonks stellte und sich, so gut es seine Beinprothese erlaubte, zu ihr herunterbeugte. Die dunklen Gänge in Hogwarts waren wie ausgestorben. Hagrid steuerte bereits die Treppe in den ersten Stock an, die hinauf zum Krankenflügel führte. Da warf Hermine ihre Bedenken ein. Sie wollte nicht zu Madame Pomfrey und auch nicht zu Snape. Harry, kann ich nicht bei dir übernachten? Fragte Hermine mit flehendem Blick. Natürlich konnte er ihr das nicht abschlagen und nickte ihr daher zu, sodass Hagrid sie in seine Zimmer brachte. Harry, wenn Sie mich benötigen, bin ich immer für Sie da. Rufen Sie mich über das Flohnetzwerk, wenn ich Ihnen behilflich sein kann, sagte Filius entgegenkommend, bevor er sich verabschiedete und Hermine noch eine gute Besserung wünschte. Olymp blieb betroffen an der Tür stehen, als sie ihren Hagrid dabei beobachtete, wie er die angeschlagene Hermine auf das Sofa in Harrys Wohnzimmer ablegte. Danke, Hagrid, flüsterte Hermine mit Tränen in den Augen. Hätte Harry es nicht mit seinen eigenen Augen gesehen, hätte er niemals geglaubt, dass es möglich sein könnte. Die großen, plumpen Finger von Hagrid wischten voller Zärtlichkeit die Tränen von Hermines Wangen, bevor er ihr über das buschige Haar strich und ihr zuflüsterte. Wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir beide. Er deutete hinüber zu Olymp. Für dich da. Dann verabschiedeten sich die beiden von Harry und Hermine. Jetzt hielt Hermine nichts mehr und sie begann zu heulen wie ein Schlosshund. Während sie zwischendurch immer wieder sich selbst schalt und sich dafür rügte, wie dumm sie gewesen wäre, wie peinlich ihr die Situation war und wie unangenehm es war zu wissen, dass ihr ehemaliger Lehrer für Zauberkunst, Professor Flitwick, und auch noch Hagrid und Olymp sie in so einer Lage gesehen hatten. Hermine wollte nur noch, dass sich der Erdboden auftun würde, um sie mit Haut und Haaren zu verschlingen, sodass sie sich niemandem gegenüber jemals wieder zu diesem Vorfall äußern müsste. Dass Hermine bei dem Überfall durch die Todesser ihr Leben hätte verlieren können, kam ihr offenbar gar nicht mehr in den Sinn. Was Harry an eine Bemerkung erinnerte, die Ron damals in Bezug auf Hermine hatte fallen lassen, nachdem sie das erste Mal dem dreiköpfigen Hund Fluffy begegnet waren. Da hatte Hermine gesagt, sie hätten alle sterben können oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden, woraufhin Ron zu Harry gesagt hatte, sie sollte lieber ganz, ganz dringend ihre Prioritäten klären. Ach, Hermine, sei lieber froh, dass du noch am Leben bist. Das kann doch jedem passieren. Von einem Vampir-Hypnoti... Hermine unterbrach ihn und schimpfte laut. Aber nicht mir! Sie schluchzte und erklärte gleich darauf. Ich habe ein O für meinen Aufsatz über Vampire bekommen. Wie man sie erkennt und sich vor ihnen schützt. Mir passiert sowas nicht, Harry. Harry lachte auf und sagte, um seine Freundin zu erheitern, Hermine, du hattest doch immer ein O, egal über was du geschrieben hast. Sie ließ sich nur widerwillig von seiner guten Laune anstecken, was sich mit einem nicht sehr überzeugenden Lächeln zeigte.
Gott, das ist mir so peinlich. Das glaubst du gar nicht, Harry. Ich kann doch... Sie schniefte. ...niemanden mehr in die Augen schauen, wenn das die Runde macht. Was werden die nur von mir denken? Die werden denken, dass du einen Fehler gemacht hast. Und sie werden alle erleichtert sein, dass du so glimpflich davongekommen bist. Jeder macht Fehler, Mine. Fehler machen uns menschlich, sagte er am Ende fast schon philosophierend. Sie seufzte nochmals, bevor sie mit geschlagener Stimme entgegnete. Trotzdem ist das so peinlich. Ich wusste doch, was für eine Versammlung das war und was dort für Wesen anwesend sein würden. Und doch... Harry hatte genug und schimpfte aufgebracht. Verdammt, Hermine, du hättest auch sterben können! Sie blickte ihn schockiert an, weil sie sich endlich darüber bewusst wurde, dass sie mit einem Bein schon im Grabe gestanden hatte. Bei ihrem erschrockenen Blick seufzte er, bevor er ihre Hand in seine nahm, einmal zudrückte und zuversichtlich sagte: Jetzt ist es ja vorbei. Kurz darauf forderte er: Zeig mal deinen Hals her. Sie streckte willig ihren Hals, sodass Harry den Knoten des Seidentuchs lösen konnte und er eine freie Sicht auf die Wunde erhielt. Er hatte noch nie einen Vampirbiss gesehen und fragte sich daher, ob die dunkelblaue Färbung und die geschwollene Hauptarterien um die runden Eintrittslöcher herum normal wären. Die Färbung war großflächig und sah sehr bedenklich aus, was Harry veranlasste, besorgt vorzuschlagen. Du solltest das doch lieber von Poppy anschauen lassen. Das sieht irgendwie nicht gut aus, Mine. Das wird schon, ganz sicher. Ich habe ja Stärkungstränke bekommen und... Harry unterbrach und sagte: Nein, Hermine. Wobble hat die Wunde nur desinfiziert und dir etwas gegeben, damit sich dein Blut schneller erneuert. Plötzlich fielen Hermine die beiden Begegnungen mit dem helfenden Unbekannten ein, sodass sie erschrocken Luft einatmete und ihr ganzer Körper sich vor Schreck verspannte, bevor sie aufgeregt und mit weit aufgerissenen Augen schilderte. Oh Gott, Harry, da war jemand bei mir. Ich habe nicht viel gesehen, weil ich ziemlich benommen war, nachdem dieser Vampir mich gebissen hat. Aber ich schwöre, da war jemand. Ich glaube, der hat Kaedis verhext und mir den Trank gegeben, damit ich bei Sinnen bleibe. Was meinst du damit? Da war jemand. Du hast jemanden gesehen? Fragte Harry erstaunt, weil er sich nicht sicher war, ob Hermine sich das womöglich nur eingebildet haben könnte. Sie schilderte ihm das erste Erlebnis und dass die schattenhafte Gestalt einmal sogar zu ihr gesprochen hatte, um sie zu beruhigen. Das zweite Mal hätte die Gestalt den Todesser erledigt, der unten an der Treppe gestanden hatte, bevor er sie in die Besenkammer geschleppt und ihr einen zweiten Stärkungstrank gegeben hatte. Es roch nach bitterem Beifuß, Harry. Das habe ich mir nicht eingebildet, versicherte sie. Eins und eins konnte Harry durchaus zusammenzählen und das Ergebnis war für ihn Severus. Was er Hermine nicht sagen musste, wenn sie genauso darüber denken würde, doch sie äußerte keine Vermutung, wer in ihren Augen der Fremde gewesen sein konnte. Und was sollte Severus überhaupt auf so einer Veranstaltung? Harry strich Hermine über das Haar, bevor er sagte: Schlaf jetzt ein wenig, Mine. Ich werde mal in Büchern nachschauen, was man noch alles bei einem Vampirbiss beachten muss. Und vielleicht werde ich Mr. Wobble kontaktieren, falls er noch einen Ratschlag hat. Sie war so mitgenommen, dass der Schlaf sie schnell übermannte. Harry rief Wobble zu sich und trug ihm auf, über Hermine zu wachen und ihm sofort Bescheid zu geben, falls sich ihr Zustand verschlechtern sollte. Dann machte er sich auf den Weg zu Severus, weil er ahnte, dass der längst von Hermines Zustand wusste. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.